Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Regie Annette Kurt. Erster Teil. Wie viel sie kostet, du Schlappschwanz. Was? Es reicht! Achtung, Charlie! Er hat was in der Tasche! Mal sehen, wie er das schmeckt. Vorsicht, Mädchen! Das ist Säure! Oh, was macht er? Oh, nein! In deine hübsche Fratze! Ja, hier, jetzt sieh dich mal im Spiegel an. Ich wurde wohlhabend und überdies mit einer Reihe von natürlichen Gaben, unter anderem der des Fleißes, geboren und hatte alle Aussichten auf eine glänzende Zukunft. Unter meinen Fehlern sah ich als den schlimmsten eine entschiedene Neigung zu einem gewissen Leichtsinn an, welche ich mit meinem ehrgeizigen Wunsch, öffentliches Ansehen zu erlangen, nicht vereinbar fand. Ich verheimlichte sie also. Wobei es aber eher meine hohen Erwartungen an mich selbst waren als meine Schamgefühle, die mich zu dem machten, der ich war. Obwohl also ein Doppelwesen, wie die meisten Menschen, war ich doch alles andere als ein Heuchler, denn mit beiden Sphären war es mir sozusagen todernst. Sind Sie das, Mr. Hyde? Ja. Besucher? Niemand, nein. Oh, Sie haben sich verletzt, Mr. Hyde. Im Gesicht? Nichts, das ist nichts, gar nichts. Oh, haben Sie von dem Mädchen im King George gehört? Die schreckliche Geschichte? Oh, ja. Ein Mann muss ihr Säure ins Gesicht geschüttet haben. Ein bärtiger... Mr. Hyde? Es soll eine Hure gewesen sein, die nicht hören wollte. Jetzt ist sie da, wo sie hingehört, in der Gosse. Gute Nacht. Mr. Hyde. Sie hat geschrien wie am Spieß, während ihr Gesicht dahin ging. Könnte ebenso gut ihre sein. Nein. Ich verpfeife meine Mieter nicht. Egal, was ist. Gut so. Besser nicht. Die Szene war mir eine Wonne. Ihre Schreie, die reinste Musik. Gute Nacht. Der Vertrag ist einwandfrei, Guest. Ich denke auch. Es fehlt an keinem rechtlichen Gesichtspunkt. Dann lasse ich das kopieren, Mr. Utterson. Ganz recht. Und sehen Sie zu, dass eine Ausfertigung noch rechtzeitig zur Post geht. Ja? Mr. Utterson, Sir. Ein Dr. Jekyll möchte zu Ihnen. Er sagt, Sie kennen ihn. Soll ich ihn... Aber ja doch, mein Junge. Das war's dann wohl, Guest. Sir? Ach ja, ich hätte gern noch Dr. Jekylls Testament. Er sagte etwas von einer Änderung. Gewiss, gleich. Dr. Jekyll, Sir. Guten Tag, Sir. Alles wohl und gesund, Mr. Guest? Frau und Kinder? Danke der Nachfrage, Sir. Alles bestens. Und wir sind wieder in Erwartung. Gratuliere. Meine besten Wünsche für Ihre Frau. Ergebensten Dank, Sir. Ich bringe gleich die Unterlagen, Sir. Wirklich noch eines. Auf wie viele bringt das denn inzwischen? Das Dutzend müsste bald voll sein. Das Erstaunliche ist, wie stoisch er das hinnimmt. Mir ein Rätsel. Deswegen sind wir zwei lieber gleich Junggesellen geblieben, nicht wahr? Ganz recht. Kommst du morgen zum Dinner mit Lanyon? Ich fürchte, nein.
Es gibt zu viel zu tun. Du machst dich so rar, Henry. Ja. Wir vermissen dich bei unseren Abenden. Es lässt sich leider nicht ändern. Aber was mich zu dir führt... Ja, in deinem Brief sagst du etwas von Änderungen an deinem Testament. Herein. Das Dokument, um das Sie gebeten hatten, Sir. Und ich soll den Dekanter und Gläser bringen, hat Mr. Guest gesagt. Stell das hier ab, danke. Du hast doch eine recht ordentliche Schrift, Junge. Ich glaube schon, Sir. Dann lass dir von Mr. Guest das Dokument geben, das er gerade mitgenommen hat. Sag ihm, ich hätte dich beauftragt, es zu kopieren. Ja, Sir. Danke, Sir. Ich habe über dein Testament nachgedacht und finde... Ich weiß, dass du mit den neuen Klauseln nicht einverstanden bist, aber ich möchte sie drin haben. Es tut mir leid. Und ich möchte dich bitten, dass du dir die Sache noch einmal genau überlegst. Es ist nun einmal so, dass ich die Zuwendung einem Menschen machen möchte, der mir sehr nahe steht. Ein alter Freund, wie ich es bin, ist er nicht, mit Verlaub. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht, nicht wahr? Und scheint dich in seinen Bann gezogen zu haben. Trotzdem. Natürlich. Ich bin auch dein Anwalt. Wenn du mir nur zugehört hast. Noch einmal. Es gibt gute Gründe, dass ich so verfahre. Auf dein Wohl, mein alter Freund. Dann wollen wir es also hinter uns bringen. Dein Bekannter soll dein gesamtes Vermögen erhalten. Ja, abgesehen von einigen kleineren Vermächtnissen, die bleiben unverändert. Ansonsten, ja, wie ich es festgehalten habe, im Falle meines Todes oder meines Verschwindens... Ja, siehst du, ich bin gar nicht einverstanden mit diesem Begriff. Er ist äußerst unpräzise. Innerhalb von 3 Kalendermonaten nach deinem Verschwinden, heißt es in deinem Brief... Ja, mach einen Monat daraus, der Rest bleibt. Soll also alles besagtem Menschen übereignet werden. Werden wir den Begünstigten denn einmal vor Augen bekommen? Dazu besteht keine Notwendigkeit, nicht wahr? Das nicht, nein. Es ist nur alles höchst seltsam, mein lieber Henry. Dieser Mann tritt mit allem sozusagen in deine Fußstapfen. Du enthebst ihn, nicht gerechnet die kleineren Summen für deine Leute, aller Auflagen und Beschwernisse. Um nicht um den heißen Brei zu reden. Als Freund wie auch als Anwalt missbillige ich das. Es erscheint mir einfach als zu willkürlich. Als hätte ich es mit einem Mann zu tun, der nicht ganz... Nun, nicht ganz bei Trost ist. Aber als mein Anwalt wirst du tun, worum ich dich gebeten habe. Von deiner gerade eben beschlossenen Änderung abgesehen, kannst du unterschreiben. Ich kann die Änderung hier vornehmen, wenn du willst. Bitte. Lanyon und ich speisen wie üblich um 8 Uhr zusammen. Nur wir zwei. Falls du es dir noch einmal überlegen willst. Nein, nein, ich habe keine Zeit. Fertig. Deine Initialen unter die Änderung und deine Unterschrift am Ende. Weiß dein Freund wenigstens von seinem Glück? Oh ja. Ja. Dann kann man diesem Hyde wirklich nur aus vollem Herzen gratulieren. Der Fluch der Menschheit ist, dass die beiden widerstreitenden Teile in einem jeden von uns doch so miteinander verbunden sind, dass sie einander ständig bekämpfen. Was aber nun, wenn sie voneinander getrennt wären? Dies war ein Gedanke, der mich aufs Höchste anzog und dem ich mich seit Jahren sowohl theoretisch als auch über wissenschaftliche Versuche zu nähern trachtete. Schließlich schien von der experimentellen Seite her Licht auf das Problem zu fallen. Ich entdeckte, dass gewisse Kräfte die Macht hatten, eine gegebene fleischliche Hülle zurückzudrängen, wie der Wind die Vorhänge eines Zeltes teilen kann. Und es gelang mir auch, ein Mittel herzustellen, mit dessen Hilfe jene Kräfte in einer neuen Gestalt auftraten, die dennoch durchaus meine eigene war, weil sie den Stempel meiner niedrigeren Instinkte trug. Lange zögerte ich, bevor ich den ersten praktischen Versuch wagte. Ich hatte von einem Chemikalienhändler eine Menge eines bestimmten Salzes gekauft, das, wie mich meine Experimente vermuten ließen, das letzte für meinen Versuch erforderliche Ingredienz wäre.
Es gibt eine ganze Menge Leute, die sich wohler fühlen, wenn es ihnen schlecht geht. Das Menschengemüt ist ein seltsames Ding. So viel dürfte feststehen. Was soll ein Arzt auch anderes finden? Mein Gemüt hindert mich jedenfalls derzeit an einem gesunden Schlaf. Stück für Stück meines Friedens droht mir dahin zu gehen. Wie einem Hund sein Knochen. Na, dann hätten wir das Thema unseres heutigen Abends wohl erreicht. Ach, Lanya. Bin ich so leicht zu durchschauen? Mehr oder weniger schon. Dann mal heraus mit der Sprache, mein lieber Utterson. Es ist so schwierig, davon zu sprechen. Ich habe meine Schweigepflicht. So gut wie du die deine. Dann versuch es einmal ohne Namensnennung. Ich kann aber auch meinen Mund halten, wenn dir das bequemer ist. Wir beide dürften doch die ältesten Freunde sein, die Henry Jekyll hat, oder nicht? Wäre schön, die wären jünger. Aber ja, der Satz dürfte zutreffen. Warum? Ich meine, man sieht ja nicht sehr viel von ihm dieser Tage. Ah, ich dachte, ihr beide teilt berufliche Interessen. Tja, Jekyll, es ist nicht erst seit kurzem, dass er mir, wie soll ich sagen, abhanden gekommen ist. Es hat vor Jahren angefangen, wenn ich es recht bedenke. Er wurde mir zu verdreht. Fremd, hat sich in meinen Augen sogar regelrecht verirrt. Ohne Übertreibung, verirrt, ja. Schwer zu verstehen. Ich rede von wissenschaftlichen Dingen, wohlgemerkt. Ansonsten sind wir Freunde geblieben. Ich habe meine Bedenken nie erwähnt, weil ich unseren alten Bund nicht vor die Hunde gehen lassen wollte. Aber wenn man sowieso nichts mehr von ihm und seiner Arbeit zu sehen bekommt, nichts als unwissenschaftlicher Humbug. Eure Entfremdung hat ausschließlich berufliche Gründe, sagst du? Ja, aber das genügt. Es ist mir absolut unmöglich, einen Kollegen ernst zu nehmen, der sich auf pseudowissenschaftliche Versuche einlässt. Dazu ist mir meine Zeit zu schade. Das wusste ich ja gar nicht. Tja, mein Freund, wie du siehst, gibt es da nicht mehr viel Gemeinsames. Ich bedauere es selbst. Sag mir noch eines. Bist du irgendwann einmal auf ein Protégé von ihm gestoßen, einen gewissen Hyde? Hyde? Nein. Nie gehört. Versuch auch mal den Port. Ausgezeichneter Jager. Es hätte ja sein können. Schenk mir ein Glas ein. Ja, bitte. Du erinnerst dich an meinen Neffen, Richard Anfield? Den unternehmungslustigen jungen Mann. Wir treffen uns gelegentlich, gehen zusammen essen, auch in Konzerte. Man kann die interessantesten Dinge von ihm hören. Aber neulich hat er mir von einem wirklich seltsamen Erlebnis berichtet. Er war in der Stadt unterwegs. Dicker Nebel lag über den Straßen. Verdammter Nebel. Kann meinen Weg gar nicht mehr finden in dieser Suppe. Guten Abend, Sir. Guten Abend, mein Kind. Weg da! Aus dem Weg! Was fällt Ihnen ein, das Kind umzurennen? Sie haben der Kleinen wehgetan. Was stellt sie sich mir in den Weg? Ich habe gesagt, sie soll Platz machen. Hören Sie sofort auf! Was ist denn? Mary! Dad! Was soll denn das? Was ist denn da los? War er das? Gar nicht, dieses Schwein! Antwort! Ich halte ihn fest. Für das Kind suchen Sie besser einen Arzt. Sitzt Dr. Snelly noch ein paar. Er soll bitte rasch kommen. Was lasst denn auf der Stelle? Was hat denn die Kleine? Ich geblieben sie Pflege. Ich will mit diesem Pack hier nichts zu tun haben. Kind einfach umzurennen, was fällt Ihnen denn ein? Halten Sie mir gefälligst keine Predigt. Ja. Warten Sie nur, Mister. Sie nehme ich mir gleich vor. Wo bleibt denn der Arzt? Schon da. Etwas Platz, bitte. Hallo, Doktor. Mein Gott. Wer war denn das? Dieser Gentleman hier. Den muss man einsperren. Lass doch mal sehen. Unterstehen Sie sich, mich festhalten zu wollen. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Habt ihr gehört? Jetzt werden wir erstmal etwas Dringendes mit ihm erledigen. Sie werden mich doch wohl nicht hier diesem Mob ausliefern wollen, ne? Haben Sie einen besseren Vorschlag? Nein, aber ich vielleicht. Das Kind braucht Pflege. Zahlen Sie den Eltern etwas. Ja. Zahlen? Für diese Rotznase. Ein Guinea von mir aus. Vom Teufel, Kerl. Ha, nicht unter 100. Hier soll aus meinem Missgeschick Kapital geschlagen werden. Sie hat sich mir absichtlich in den Weg gestellt. Jetzt lügen Sie nicht auch noch dazu. Sie ist am Rücken und am Arm verletzt.
Der muss ihr ins Gesicht getreten haben. Was ins Gesicht? Was ist das schon, ne? Was das ist? Eine Schande ist das. Und ein Skandal, der ihnen ihr Leben lang anhängen wird. Wir wollen dieser lächerlichen Szene jetzt ein Ende bereiten. Von mir aus 100 Guineas. Ein Scheck. Bar. Oh, so viel habe ich nicht bei mir. Ich muss das Geld erst beschaffen. Sie können mitkommen, wenn Sie Angst haben, dass ich davonlaufe. Das werden wir auch. Bringen Sie Ihre Kleine erstmal nach Hause. Ich sehe dann morgen wieder nach ihr. Gut, Doktor. Sie kommen mit? Ja. Hier entlang, bitte, die Herrschaften. Kommen Sie. Wenn Sie bitte hier warten wollen, Gentlemen, ich bin gleich zurück. Lassen Sie die Tür offen. Gleich zurück, sagte ich. Was für ein Mensch. Dem Kind hätte noch Schlimmeres passieren können. So böses, verdorbenes, hasserfülltes Gesicht habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Er kommt. Ja, 10 Goldguineas und ein Scheck. Bar, haben wir gesagt. Keine Sorge, ich bleibe zu Ihrer Verfügung, bis die Banken geöffnet haben. Wo schlagen Sie vor? Am besten wohl in meiner Praxis. Wir holen den Vater des Mädchens dazu. Und vielleicht noch einen Freund. Eine ganze Wachmannschaft. Aber von mir aus. Gehen wir, mein Herr. Und dann? Utterson, wie ging es weiter? Sie haben die Sache ausgesessen. Der Scheck wurde anstandslos kassiert, obwohl er gar nicht von ihm ausgestellt war. Und? Und im nächsten Augenblick, nachdem er das Geld übergeben hatte, war er auch schon weg. In einem Haus verschwunden. 3 Fenster im ersten Stock, unten keines, nur die Eingangstür. Und die lag direkt an dem Haus des Mannes, der den Scheck ausgestellt hatte. Er hatte einen Schlüssel zu dem Haus. Richtig. Wir wissen beide nur zu gut, um wessen Haus es sich handelt. Und der Unhold war... Hyde. Wenn diese Geschichte erst einmal publik geworden ist, wird er zu den bestgehassten Männern der Stadt gehören. Spät eines Nachts hatte ich der Versuchung nicht länger widerstehen können. Mischte ein bestimmtes Salz in die vorhandene Tinktur, kontrollierte ihr Brodeln in der Retorte und goss sie, als das Aufwallen nachgelassen hatte, in mich hinein. Übelkeit, Zerren der Glieder, Todesangst waren die Folge. Aber bald darauf schien ich wie aus einer schweren Krankheit zu erwachen. Ein Strom ungeordneter, sinnlicher Vorstellungen durchzog meine Fantasie und ein nicht gekanntes Freiheitsgefühl erfüllte meine Seele. Ich reckte voller Glück die Arme nach vorn und erkannte im selben Augenblick, dass ich kleiner geworden sein musste. Damals befand sich der Spiegel, der neben mir steht, während ich dies notiere, noch nicht in meinem Arbeitsraum. Erfüllt von Triumph und Hoffnung, beschloss ich, mich in meiner neuen Gestalt in mein Schlafzimmer vorzuwagen, noch ehe der Tag das Personal wecken würde. Ein Fremder in meinem eigenen Haus überquerte ich den Hof und stahl mich durch die Korridore in das Zimmer. Und da angelangt, erblickte ich zum ersten Mal als Spiegelbild ihn. Ich kann nichts feststellen, was dir organisch fehlen würde, mein lieber Utterson. Spanne aus. Du hast eine gefragte Kanzlei, das wissen wir. Aber Mr. Guest kann die Geschäfte leicht 4 Wochen allein führen. Verschwinde von hier. Schottland. Hol ein paar schöne Lachse aus den Flüssen. Alles gut und recht. Aber die Geschichte, die mir mein Neffe erzählt hat, beunruhigt mich mehr und mehr. Du bist seltsam besessen davon, mein Freund. Ich habe das neulich Abend schon bemerkt. Besessen? Ja, möglich. Neuerdings träume ich sogar davon. Ein Mann, der ein Kind halb zu Tode trampelt. Was hat jemand wie Jekyll mit einem solchen Scheusal zu tun? Ja, es mag nicht sehr gentlemanlike sein, aber wenn du dir gar nicht anders zu helfen weißt, frag ihn. Ich komme ja nicht heran an ihn. Er empfängt niemanden, auch keinen von seinen Freunden. Aber noch mehr liegt mir eigentlich daran, diesem Hyde ins Gesicht zu sehen. Als läge da der Schlüssel zu dem Geheimnis. Dann lass dir etwas einfallen, mein Bester.
Laure dem Kerl auf. Irgendwann wird er dich schon vor die Flinte kommen. Aber wenn er wirklich so ein Monster ist, also sei ein bisschen vorsichtig, ja? Guten Abend, Sir. Immer noch zu Gang? Ich warte auf einen Freund, Constable. Über 2 Stunden, ja? Ganz recht. Geht mich ja vermutlich nichts an, Sir, aber was hat ein Gentleman wie Sie um 22:30 in der kalten Nacht an der dunklen Straßenecke zu suchen? Die Nacht davor genauso. Und die davor auch schon. Sie könnten mir Ihren Namen gleich dazu sagen, Sir. Constable, ich warte auf jemanden. Und der jemand ist noch nicht eingetroffen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Na, womöglich doch. Zum Beispiel Ihren Namen jetzt bitte, wenn Sie nichts dagegen haben. Oh, den sollen Sie gerne wissen. Utterson, ich bin Anwalt. Hier ist meine Karte, Constable. Aber das könnte er sein. Danke, Sir. Und das wäre endlich der Gentleman, auf den Sie gewartet haben. Ja. Ja. Gut, dann wünsche ich eine gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Constable. Mr. Hyde, wenn ich recht vermute. Was wollen Sie? Ich bin ein alter Freund von Dr. Jekyll. Und dies hier scheint ein Teil seines Hauses zu sein. Mein Name ist Utterson, Guard Street. Sie haben meinen Namen wohl schon gehört? Da wir hier gerade zusammentreffen, lassen Sie mich vielleicht kurz... Dr. Jekyll ist nicht zu Hause. Lassen wir das. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Mit dem größten Vergnügen. Was darf es sein? Wenn Sie Ihr Gesicht einen Augenblick ins Licht der Laterne wenden wollten... Mein Gesicht. Warum nicht? Das war alles? Jetzt werde ich Sie wiedererkennen. Das war alles, ja. Wie haben Sie mich wiedererkannt? Durch Beschreibung. Wessen? Durch wessen Beschreibung? Wir haben gemeinsame Freunde. Lass sie nicht sagen. Gemeinsame Freunde. Als da wären. Zum Beispiel Jekyll. Er doch nicht. Unfug. Er hat ihn doch nicht von mir erzählt. Sie Schandmaul. Ich muss doch bitten. Wo bleiben Ihre Manieren? Da. Zum Teufel damit. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Poole. Ist Dr. Jekyll zu Hause? Bedauere, Sir. Dr. Jekyll muss außer Haus sein. Poole, im Näherkommen sah ich Mr. Hyde durch die alte Nebentür hineingehen. Ist das in Ordnung, wenn Mr. Jekyll nicht zu Hause ist? Ganz recht, Sir. Mr. Hyde hat seinen eigenen Schlüssel. Woraus ich schließe, dass Ihr Herr dem jungen Mann ungewöhnliches Vertrauen entgegenbringt. Das Personal ist angehalten, seinen Anordnungen zu folgen, Sir. Ich bin ihm hier nur nie begegnet, oder täusche ich mich? Großer Himmel, nein, Sir. Er speist nie hier, nie. Überhaupt hält er sich wenig in diesem Teil des Hauses auf. Er kommt und geht gewöhnlich durch den Nebeneingang. Tja, dann empfehle ich mich. Gute Nacht, Poole. Mr. Utterson? Verzeihung, wenn ich störe, Sir. Lehrt die Erfahrung Sie auch, Guest, dass, wenn man mit dem Schlimmsten nur fest genug rechnet, dieses auch eintrifft? Ich habe nur bemerkt, Sir, dass Sie zurzeit gelegentlich nun nicht allzu sehr bei der Sache sind, mit Verlaub. Ich bitte um Verzeihung, mein lieber Guest. Sie haben vollkommen recht. Meine Gedanken sind woanders. Dieser Tage traf ich Ihren Neffen, Mr. Enfield, im Theater. Er erkundigte sich nach Ihnen, Mr. Utterson. Ich erlaubte mir, auf seine Frage hin zu bemerken, Sie seien ein wenig zerstreut. Zerstreut? Ich weiß nicht. Ich persönlich würde es wohl eher beunruhigt nennen. Setzen Sie sich, Gast.
Ich möchte gern wissen, ob Sie von sich sagen können, dass Sie irgendwann einmal dem leibhaftigen Bösen begegnet sind. Ich meine, einem Menschen, der sozusagen durch und durch angefüllt ist mit einer bösen Kraft. Ich denke, nein, Sir. Ich auch nicht. Bis neulich Abend, als ich die Bekanntschaft von Dr. Jekylls Freund Hyde machte. Er sprach flüsternd, er zischte gewissermaßen. Ein Mensch, den ich nicht anders bezeichnen kann als deformiert. Noch sein Lächeln hatte etwas Mörderisches. Ich verstehe nicht. Derselbe Mr. Hyde, dem... Ja, Guest. Das ist es eben. Kaum mehr Mensch, nur noch seiner Gestalt nach. Was ich in seinen Augen sehen musste, lässt mich nicht mehr los, Guest. Armer Henry Jekyll, befreundet mit einem Mann von solchem Wesen. Dass Hyde kleiner, schmächtiger und auch jünger war als Jekyll, erklärte ich mir damit, dass die böse Seite meines Lebens weniger entwickelt, weniger stabil war als die gute. Was seine unleugbare Hässlichkeit betraf, so empfand ich keinen Widerwillen, eher ein vertrautes Gefühl. Auch das war mein Ich. Dennoch war ich voller Ungeduld, den zweiten Teil meines Experiments durchzuführen. Denn jetzt musste sich erweisen, ob ich meine Identität womöglich unwiederbringlich eingebüßt hatte oder ob ich sie zu wechseln vermochte. Und so trank ich die Flüssigkeit abermals, erlitt noch einmal die Qualen der Auflösung und kam wieder zu mir in der Gestalt und mit dem Gesicht Henry Jekylls. Die Droge, so zeigte sich auch im Folgenden, wirkte unterschiedslos. Sie war weder teuflisch noch göttlich. Sie war freilich imstande, das Zuchthaus meiner Veranlagung zu sprengen. So sehr andererseits Hyde ganz und gar schlecht war, so wenig hatte Jekyll aufgehört, beides zu sein. Die alte, widerspruchsvolle Mischung, die ich nicht zu bessern vermocht hatte. Hier setzte die Versuchung ein, der ich bis zur Versklavung verfiel. Ich brauchte ja nur zu der Droge zu greifen und war die Gestalt des angesehenen Mitbürgers und Forschers los. Es war zu jener Zeit, dass ich, um volle Bewegungsfreiheit zu haben, das Quartier in Soho mietete und einrichtete, in dem Hyde später von der Polizei gesucht werden sollte. Dann setzte ich meine Dienerschaft davon in Kenntnis, dass ich einem gewissen Mr. Hyde, den ich genau beschrieb, volle Bewegungsfreiheit in meinem Haus gewährt hätte. Schließlich hatte ich begonnen, dort in meiner anderen Rolle auch tatsächlich aufzutreten. Unheil wütet in Soho. Polizei tappt im Dunkeln. Junges Mädchen im Green Park attackiert. Jack the Ripper auferstanden? Polizei bittet um Mithilfe. Drei Mädchen überfallen und misshandelt. Lesen Sie! Vorzügliches Dinner, mein lieber Jekyll. Auf dein Wohl. Und auf das Ihre, Kerl. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits, Utterson. Na, im Übrigen schließe ich mich Ihrem Lob an. Ihr Koch hat vorzüglich gearbeitet, Dr. Jekyll. Nun, mit seiner Palette an Weinen würde ich ihn am liebsten an das Hohe Haus empfehlen, wo man sich besser gleich auf Ale beschränken würde. Danke, meine Freunde. Aber schlechten Wein im Unterhaus kann ich mir eigentlich nur mit den gelegentlich hitzigen Temperaturen durch die Debatten erklären. Ganz recht. Die irische Frage erzielt Siedepunkte müheloser
als jede Garküche. Und manchmal auch den entsprechenden Dunst. Bravo. Nichts für ungut. Natürlich nicht. Man darf sich in der Politik nicht gleich beleidigt fühlen. Ohne dickes Fell bleibt man ja besser fern. Ja, aber das war leider mein Stichwort. Das Hohe Haus hat noch eine Sitzung angesetzt. So spät noch? Wirklich? Ja, ich muss mich empfehlen. Aber lassen Sie mich Ihnen danken, dass Sie mich in Ihren Kreis aufgenommen haben, Gentlemen. Es ist mir bekannt, dass Sie seit vielen Jahren regelmäßig Umgang miteinander pflegen. Tja, und jetzt verstehe ich, warum. Das Kompliment könnte auf Sie zurückfallen. In 4 Wochen, wenn ich mich nicht irre, bin ich als Gastgeber an der Reihe. Aber wir können uns alle nur freuen, dass unser gemeinsamer Freund Jekyll in unsere Runde zurückgekehrt ist, sozusagen. Es war ja zuletzt nicht mehr so. Lassen wir das jetzt. Wir haben festgestellt, Lenyon, dass wir unverändert verschiedene Standpunkte in wissenschaftlichen Fragen haben, aber auch, dass wir Freunde geblieben sind, nicht wahr? Wenn Sir Denvis Carew, wie ich annehme, freundschaftlichen Umgang mit Gegnern im Parlament pflegt, dann werden wir gewissen Unterschieden in unseren wissenschaftlichen Ideen nicht erlauben, sich zwischen uns zu stellen. Also, bestens. Aber wenn Sie jetzt wirklich aufbrechen wollen, Sir Denvis, darf ich anbieten, Sie in meiner Kutsche mitzunehmen? Ja, aber gern. Meine Richtung ist die Ihre. Du auch, so früh. Ich erwarte morgen einen vollen Praxistag, Jekyll. Von Husten über Masern bis zu Diphtherie. Während du von diesem Druck verschont bleiben und dich in die höheren Gefilde der Forschung zurückziehen wirst. Also, Sir Denvis? Und du, Utterson? Ich denke, ich werde mir noch ein Glas Port genehmigen, bevor ich mich auf den Weg mache. Gut so. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Erfreulicher Abend. Ja, solange man nicht erwartet, von Carew zu hören, was man nicht schon weiß. Er beißt sich ja eher die Zunge ab, bevor er Interna preisgibt. Hält sich aber auch im Hohen Haus zurück. Ein Hinterbänkler, mit anderen Worten. Dann kann ihm ja nicht viel passieren. Ich kann es mir als nicht sehr befriedigend vorstellen, aber für einen alten Mann, warum nicht? Exzellent. Ein 82er? Der unfehlbare Kenner, wie? Wenn, dann nur auf diesem einen kleinen Gebiet. Ist gut. Und? Hat Körper. Ich möchte mit dir sprechen, Jekyll. Wenn du dich untersuchen lassen willst, du weißt ja, ich habe meine Praxis längst aufgegeben, Gott sei Dank. Also in dem Fall ist Lenyon dein Mann. Nein, es geht nicht um mich. Ich möchte auf dein Testament zurückkommen. Ach, mein Lieber, ist ja kaum zu glauben. Du machst dich wirklich ganz verrückt damit. Noch nie habe ich einen Menschen derart um andere Leute Geschäfte besorgt gesehen. Höchstens, dass sich noch Lenyons Kummer um meine, wie er es nennt, wissenschaftliche Häresie damit vergleichen ließe. Er kann mich übrigens immer noch auf die Palme bringen. Trotzdem hast du ihn eingeladen? Ich habe in der letzten Zeit ohnehin sehr zurückgezogen gelebt und fand, ich sollte mir einen Ruck geben. Auch wenn der Mann kein Wissenschaftler ist, nichts wirklich versteht von Forschung. Also auch nichts von Entdeckungen. Hast du denn eine gemacht? Denkbar. Während Lenyon Masern und Schnupfen kuriert hat. So herablassend von einem alten Freund zu sprechen. Es tut mir weh, das zu hören. Ich bitte dich, er ist ein braver Kerl, aber eben doch nur ein Ignorant erster Güte. Ehrlich gesagt hat mich kein Mensch je mehr enttäuscht als er. Das Testament, Jekyll. Ich kann es einfach nicht billigen. Mein Testament? Natürlich nicht. Das hast du mir schon gesagt. Dann sage ich es dir nochmal. Inzwischen habe ich etwas von Hyde erfahren. Das behalte bitte für dich. Das ist kein Thema zwischen uns. Und zwar äußerst bedenkliches. Ich muss darauf bestehen, du kennst meine Lage nicht. Sie ist äußerst schmerzlich, Utterson. Extrem. Es ist eine der Geschichten, die nicht in Ordnung zu bringen sind, indem man darüber spricht. Jekyll, wir kennen uns nun so viele Jahre. Und du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Rede dir die Sache von der Seele. Sag es mir, und es wird in meiner Brust bewahrt bleiben, welche Macht Hyde über dich zu haben scheint. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Oh, mein lieber Utterson, wie gut du bist, wie
Ja, also, einfach gut. Ich danke dir sehr. Sprich jetzt. Ich weiß, dass ich dir mehr vertrauen kann als jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Ja, mich eingeschlossen, wenn das möglich wäre. Aber es geht um etwas anderes, als du dir wohl vorstellst. Um dein gutes Herz zu beruhigen, will ich dir etwas sagen. In dem Augenblick, in dem ich eine entsprechende Entscheidung treffe, bin ich haltlos. Ich versichere es dir. Ganz gewiss? Ja. Ja, ganz gewiss. Und ich danke dir noch einmal. Lass mich nur noch ein Wort hinzufügen, von dem ich weiß, dass du es verstehen wirst. Danach lass bitte die Sache ruhen. Wenn du darauf bestehst, muss ich wohl... Da wir nun schon einmal den Punkt berührt haben, wie ich sehr hoffe, zum letzten Mal, möchte ich, dass du etwas verstehst. Ich habe tatsächlich großes Interesse an dem armen Hyde. Ich weiß, dass du ihm begegnet bist. In der Tat. Er hat es mir gesagt. Und ich fürchte, er war grob zu dir. Reichlich, ja. Trotzdem, mein Interesse an Hyde ist stark und aufrichtig. Und wenn ich aus dieser Welt scheide, soll er auch wirklich bekommen, was ihm nach meinem Willen zusteht. Und dass du dafür sorgen wirst, sollst du mich jetzt versprechen. Eine große Last wäre von meiner Seele, wenn ich mich darauf verlassen könnte. Ich werde ihn nie leiden können. Darum bitte ich dich auch nicht. Nur darum, dass du für das Recht sorgst. Wenn ich einmal nicht mehr bin. Also gut. Ich verspreche es dir. Täter. Lesen Sie! Sir, haben Sie schon in der Zeitung gelesen? Nanu, Guest, so stürmisch heute? Pardon, Mr. Utterson, aber es betrifft Ihren Freund Dr. Jekyll, Sir. Was hat er denn angestellt, um in die Zeitung zu kommen? Er hat einen Vortrag im Institut gehalten. Ich hatte gedacht, Sie würden auch kommen, Sir. Was war denn das Thema? Es war ein Teil einer ganzen Reihe von Vorträgen. Ich bemühe mich, möglichst viele davon zu hören. Die Times hat sich unnötigerweise ein wenig lustig gemacht. Worüber ging es denn nun? Oh, über die Wirkung von Drogen. Naja, von bestimmten Drogen auf Mensch und Tier. Offenbar sind einige geeignet, unser Bewusstsein zu verändern. Ach nein. Er hat das Beispiel Opium herangezogen und sich von da aus mit Substanzen befasst, die Trancezustände hervorrufen. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihm erfolgen konnte, was erst recht für die Journalisten gilt, die sich über ihn mokieren. Dr. Lanyon war ebenfalls da und hat Dr. Jekyll heftig widersprochen. Oi. Es hat fast einen Tumult gegeben. Das picken sich natürlich auch die Zeitungen heraus. Naja, selbst die Times. Ich lasse Ihnen die Zeitung da, Sir. Danke, Guest. Was ist denn da los? Der Gentleman hier will unbedingt Mr. Utterson sprechen. Aber ich habe ihm gesagt, er soll sich gefälligst anmelden. Ohne Termin geht nichts bei uns. Weil es um einen Mord geht, Sir. Kommen Sie in Gottes Namen herein. Danke, Junge, geh wieder an deine Arbeit. Guest, wenn Sie bitte noch einen Augenblick hier bleiben wollen. Also, Sergeant? Spreche ich mit Mr. Utterson, Anwalt des Straf- und Zivilrechts. Ganz recht. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Sergeant Jones, Sir, von Scotland Yard. Es geht um einen Mordfall, Sir. Das Opfer wurde mit einem Knüppel niedergeschlagen und vom Täter zu Tode getrampelt. Scheußliche Angelegenheit, Sir. In der Tasche des Opfers fand sich ein versiegelter und an Sie adressierter Brief. Darf ich sehen? Hier, Sir. Nur eine kurze Mitteilung in einer Rechtssache. Was hat sich noch bei dem Toten gefunden? Eine gefüllte Geldbörse und eine goldene Uhr. Sonst nur dieses Kuvert, keine Visitenkarten oder ähnliches.
Wir vermuten, dass Sie mit ihm bekannt sind und wir brauchen eine formelle Identifizierung. Ich habe einen Wagen da. Wenn ich Sie im Namen von Inspektor Newcomen bitten dürfte, mich zu begleiten, Sir, das wäre am einfachsten. Wir wären Ihnen sehr verpflichtet. Gewiss. Gestern übernehmen Sie bitte Mrs. Arndale um 11 Uhr und entschuldigen Sie mich bei ihr. Natürlich, Sir. Gehen wir, Sergeant. Ich muss Sie warnen, Sir. Der Anblick ist unangenehm, wenn Sie ihn überhaupt erkennen können. Wir wollen nur den Namen wissen. Also, Sergeant? Ja, Sir. Mein Gott. Das Gesicht. Wer tut so etwas? Können Sie den Mann erkennen, Sir? Es ist der Parlamentsabgeordnete Sir Danvers Carew. Danke, Sir. Wie und wo ist das um Himmels Willen passiert? Ich bin dabei, die einzige Zeugin zu vernehmen, die sich bislang gefunden hat. Wollen Sie mit in mein Büro kommen? Sie sind Anwalt. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und Sie sind ein Bekannter des Opfers. Hier entlang, Sir. Ein Bekannter? Ich weiß nicht einmal, ob man das sagen kann. Ich bin Sir Danvers nur ein paar Mal begegnet. Zuletzt im Haus eines Freundes. Er hat immer freundlich auf mich gewirkt. Nicht wie ein Mann, der viele Feinde hat. Hier sind wir. Hören wir mal, was die junge Frau zu sagen hat. Ich habe hier einen Bekannten des armen Mannes mitgebracht, Mary. Eine Bekannte bin ich nicht von ihm. Überhaupt habe ich nichts zu tun damit. Wie ich es gesehen habe von oben, war es auch schon vorbei. Konnte ja nicht mal schreien. Niemand wirft Ihnen etwas vor, Mary. Also bleiben Sie ganz ruhig. Mhm. Aber sicher würde es dem Inspektor helfen, wenn Sie einfach erzählen, was Sie gesehen haben. Oh, Mary, wir haben gehört, dass Sie in Ihrer Kammer im Bett lagen, aber nicht schlafen konnten, weil das Mondlicht Sie gestört hat. Also sind Sie aufgestanden, nicht wahr? Und haben zum Fenster hinausgesehen. Ja, und es war so hell, dass man über die Dächer bis zur Themse gesehen hat. Kann bei mir zu Hause in Cork auch so aussehen. Das Wasser ganz silbern. Und unten habe ich einen Mann gesehen, der... Also... Ja? Naja, ich sage ja nur, er hat nämlich auch irgendwie silbern geglänzt im Mondlicht. Sein Haar und der Bart. Ein älterer Gentleman. Sehr nobel. Auf einmal taucht einer aus dem Schatten auf. Ein viel kleinerer Mann. Der geht auf den anderen zu und spricht ihn höflich an. Und der alte Herr beugt sich runter zu ihm und deutet irgendwo hin, als wollte er ihm den Weg zeigen. Ich konnte ihn gut erkennen. Er hat den anderen so freundlich angesehen. Auf einmal sehe ich auch das Gesicht von dem anderen, dem Kleinen, wie er so schräg nach oben blickt. Zum Erschrecken das Gesicht. Teuflisch irgendwie. Eine Fratze. Ich hatte ihn schon mal im Haus meiner Herrschaft gesehen. Hat mir gleich nicht gefallen, der. Und jetzt war es genauso. Hab's mit der Angst gekriegt. Er hat einen Stock dabei gehabt, ja. Mit dem hat er so komisch herumgespielt, während der alte Gentleman freundlich gelächelt und was erklärt hat. Und dann auf einmal, blitzschnell, oh Gott, ich werde es nie vergessen. Auf einmal holt er aus und schlägt dem Alten damit übers Gesicht. Das ist wie entzwei gesprungen unter dem Schlag. Das Blut ist direkt rausgeschossen. Oh Gott. Ein Verrückter war der, ein Wahnsinniger. Hat immer weiter auf den alten Mann eingeschlagen. Auch als der schon hilflos am Boden gelegen hat, hat er es aufgehört. Als er kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat und dann, oh Gott, nein, dann hat er ihm im Stiefel ins Gesicht getreten. Wieder und wieder. Ich habe ihn lachen hören dazu. Ich schwöre es, er hat gelacht. Dann bin ich ohnmächtig geworden in meiner Kammer da oben. Wenn der Mann deinen Herrn besucht hat, Mary, muss er doch seinen Namen genannt haben. Seinen Namen? Oh ja. Und? Hyde heißt er. Mr. Hyde. Oh. Danke, Mary. Wenn der Mann zurückkommt? Keine Angst, Mary, wir passen auf und wir finden ihn. Hoffentlich, Inspektor. Thank you.
Ich habe nicht vor, die Untaten im Einzelnen zu erörtern, die ich unter Edward Hydes Namen beginne. Es gab natürlich Warnzeichen, dass meine Bestrafung nahte. So gab es schon bei der gegen das Kind begangenen Grausamkeit Augenblicke, in denen ich wegen des Zorns der Erwachsenen um mein Leben fürchten musste. Noch vor dem Mord an Sir Danvers Carew war ich von einer nächtlichen Ausschweifung zurückgekehrt und in Henry Jekylls Gestalt zurückverwandelt, in einen angenehmen morgendlichen Halbschlaf gesunken, als mein Blick auf eine meiner Hände fiel. Wohl eine halbe Minute lang muss ich wie gelähmt darauf gestarrt haben. Das dürre, knöchrige, schwarzbehaarte Etwas mit hervortretenden Adern. Bis ich schließlich mit einem Satz aufsprang und vor den Spiegel stürzte. Der Anblick ließ das Blut in meinen Adern gerinnen. Ich war als Henry Jekyll zu Bett gegangen und, kein Zweifel, als Edward Hyde soeben erwacht. Die nochmalige Rückverwandlung gelang zwar, aber ich war gezwungen, eine stärkere Dosis einzunehmen. Es waren die genannten Unzuverlässigkeiten, die einen Schatten auf das Vergnügen warfen, das mir meine Exzesse bereiteten. Alles schien darauf hinzuweisen, dass ich langsam die Kontrolle über mein ursprüngliches und besseres Wesen verlor und in meinem zweiten, schlechteren Selbst aufzugehen drohte. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Erster Teil: Die Rollen und ihre Darsteller. Utterson, Rolf Schult. Lanyon, Friedhelm Ptock. Guest, Christoph Eichhorn. Poole, Horst Bollmann. Inspektor, Michael Habeck. In weiteren Rollen: Rudolf Jürgen Bartsch, Rolf Berg, Daniel Berger, Daniel Brühl, Karin Buchali, Nele Hippe-Davis, Thomas Klenk, Jochen Kolenda, Alf Marholm, Malte Lauritz-Schrage, Reinhard Schulert, Alexandra von Schwerin, Christine Urspruch, Christoph Zapatka und Matthias Fuchs als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Technische Realisation: Rudi Stückrath und Petra Kohn. Regieassistenz: Alexandre Povels. Regie: Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1997. Redaktion: Martina Müller-Wallraff. Ich habe nicht vor, die Untaten im Einzelnen zu erörtern, die ich unter Edward Hydes Namen beginne. Es gab natürlich Warnzeichen, dass meine Bestrafung nahte. So gab es schon bei der gegen das Kind begangenen Grausamkeit Augenblicke, in denen ich wegen des Zorns der Erwachsenen um mein Leben fürchten musste. Noch vor dem Mord an Sir Danvers Carew war ich von einer nächtlichen Ausschweifung zurückgekehrt und in Henry Jekylls Gestalt zurückverwandelt, in einen angenehmen morgendlichen Halbschlaf gesunken, als mein Blick auf eine meiner Hände fiel. Wohl eine halbe Minute lang muss ich wie gelähmt darauf gestarrt haben. Das dürre, knöchrige, schwarzbehaarte Etwas mit hervortretenden Adern. Bis ich schließlich mit einem Satz aufsprang und vor den Spiegel stürzte.
Der Anblick ließ das Blut in meinen Adern gerinnen. Ich war als Henry Jekyll zu Bett gegangen und, kein Zweifel, als Edward Hyde soeben erwacht. Die nochmalige Rückverwandlung gelang zwar, aber ich war gezwungen, eine stärkere Dosis einzunehmen. Es waren die genannten Unzuverlässigkeiten, die einen Schatten auf das Vergnügen warfen, das mir meine Exzesse bereiteten. Alles schien darauf hinzuweisen, dass ich langsam die Kontrolle über mein ursprüngliches und besseres Wesen verlor und in meinem zweiten, schlechteren Selbst aufzugehen drohte. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Regie Annette Kurt. Zweiter Teil. Mord aufgeklärt! Mord aufgeklärt. Der Tod ein Abgeordneter! Täter erkannt! Politiker furchtbar zugerichtet! Fahndung landesweit aufgenommen! Lesen Sie, lesen Sie! Ja? Guten Tag, wir suchen Mr. Hyde. Mr. Hyde ist ein honoriger, pünktlich zahlender Mieter. Wer sucht ihn? Der Gentleman ist Mr. Utterson, ein Anwalt, und ich bin Inspektor Newcomen von Scotland Yard. Ach, die Polizei. Also nimmt es doch noch ein schlimmes Ende mit ihm. Sie hatten sich aber nicht zu beklagen, haben wir verstanden. Es fürchten sich ja alle vor ihm. Frauen, Mädchen, sogar Männer. Ich hab's manchmal gehört. Die suchen alle das Weite. Das Blut kann einem in den Adern befrieren, in seiner Nähe. Seine Räume sind im ersten Stock? Er ist nicht zu Hause, aber da war er heute Nacht. Wann? Spät. Naja, für normale Menschen. Für ihn früh. Och, er treibt sich herum, trinkt und was noch alles. Und wann ist er wieder gegangen? Ich habe gehört, er hat Geräusche auf der Treppe gemacht. Wieder verschwunden ist er keine Stunde später. Was hat er denn angestellt? Wir haben Mr. Hyde Verschiedenes zu fragen. Können wir dann mal hinaufgehen? Dieser Gentleman und ich wollen uns ein wenig bei ihm umsehen. Na, dann kommen Sie mit. Schließen Sie die Türe gut hinter sich. So, die Leute stehlen einem hier die Zähne aus dem Mund, wenn man noch welche hat. Er bewohnt zwei Zimmer. Bisschen vorsichtig hier am Geländer, ja? Manches ist schon ein bisschen morsch. So, meine Herren? Öffnen Sie bitte. Ja, ich weiß ja nicht. So einfach? Sie sagen es ihm aber bitte nicht, dass ich ihn aufgemacht habe. Er ist zu allem imstande. Wer sonst kennt ihn? Hat er Bekannte, Freunde? Da fragen Sie mal am besten im Lions Inn, weiter vorn. Sarah Bly, die weiß Bescheid über ihn. Freunde. Tja, das ist ja wohl eindeutig. Aus dem Staub gemacht. Und das in aller Eile, nicht wahr? Ja, nach der Art des Durcheinanders zu schließen. Nur, dass Papier nicht schnell genug brennt, wenn man es eilig hat. Was wollte er denn da loswerden? Der Rest eines Scheckhefts, wie es aussieht. Wein. Und kein schlechter. Das Bild über dem Kamin hat auch Qualität. Er dürfte vermögend sein. Dann wollen wir uns doch mal etwas näher bei seiner Bank erkundigen. Und diese Sarah Bly? Nehmen wir uns auf dem Weg dahin vor. Brandwunden, da, überall, was dem Saukaller es eingefallen ist. Ich bin ein anständiges Mädchen. Am Arm, hier, am Rücken auch, mit seiner Zigarre. Annis ist noch dreckiger ergangen. Erst hatte sie so geprügelt, dass sie sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Schreit herum, sie hätte ihn nicht befriedigt. Können wir Anne sprechen? Nicht mehr, Inspektor. Die hat sich die Kehle durchgeschnitten. Sie wollte nicht mehr, Inspektor. Sie hat Todesangst gehabt. Er hat gesagt, er würde sie nie mehr in Ruhe lassen. Am Ende hat er noch Säure ins Gesicht geschüttet, wie sie ausgesehen hat. Wie soll denn das weitergehen mit uns? Wann war die Sache mit ihrer Freundin?
Die war eine Menge, aber nicht meine Freundin. Sie hat mir meinen Kerl ausgespannt. Ist schon ein paar Wochen her, die Geschichte. War meine Schuld. Ich habe ihm noch gesagt, dass sie eine ist, die nur darauf wartet, ihm zu Willen zu sein. Aber Sie haben keine gerichtliche Verfügung. Im Augenblick brauchen wir nur eine Auskunft. Der Mann ist gefährlich. Ich kann das bestätigen. Also gut. Aber dann müssen Sie sich damit zufrieden geben, wenn ich Ihnen sage, dass mehrere tausend Pfund auf seinem Konto liegen. Mehrere. Frische Luft. Ich fange an, mich schmutzig zu fühlen. Ja, das kenne ich gut. Aber wir sind vorangekommen, denke ich. Und ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Mr. Utterson. Ich muss jetzt Verschiedenes veranlassen. Den Fahndungsbefehl erwirken, Flugblatt in Auftrag geben dergleichen. Wahrscheinlich würde es genügen, vor der Bank hier auf ihn zu warten. Irgendwann braucht er unweigerlich Geld. Muss Panik gewesen sein, dass er sein Scheckbuch verbrannt hat. Reine Panik. Wir sollten ihn bald haben. Danke nochmal, Sir. Und guten Tag. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen, Sir? Dr. Jekyll hält sich im Labor auf. Er bittet Sie, zu ihm zu kommen. Ins Labor? Welche Ehre? Ja, Sir. Geradeaus und am Ende des Korridors durch die Tür rechts. Danke, Poole. Ich finde mich zurecht. Nimm Platz, Utterson. Ich bin gleich soweit. Was hast du in Arbeit? Ein Fehlversuch, fürchte ich. Zu umständlich zu erklären. Welchem Umstand verdanke ich dein Kopf? Wir sehen so wenig voneinander, mein Freund. Und es interessiert mich, ob du die Neuigkeit schon gehört hast. Welche Neuigkeit? Ich war zu sehr beschäftigt. Unter anderem mit einem Vortrag vor der Royal Society. Totaler Reinfall. Perlen für die Säue. Freund Lanyon war auch mit von der Partie, von heiligem Zorn erfüllt. Aber lassen wir das. Er hatte nicht einmal Unrecht. Womit? Ein paar von den Schlüssen, die ich aus meinen Forschungen mit Drogen gezogen habe, waren vielleicht ein wenig voreilig. Ich habe meine Versuche fürs Erste aufgegeben. Lanyon wird sich freuen. Die Neuigkeiten, die ich im Sinn hatte, betreffen Carew und Hyde. Es besteht kein Zweifel, dass er den braven alten Mann umgebracht hat. Oh Gott, ja. Ich hörte die Zeitungsjungen seinen Namen rufen. Der Arme. Ihr seid beide meine Mandanten, Carew und du. Ich möchte wissen, woran ich bin. Du bist nicht so von Sinnen, dass du Hyde verstecken würdest? Ich schwöre bei Gott, Utterson, dass mir Hyde nie wieder vor Augen kommen soll. Ich bin fertig mit ihm, ein für allemal. Das soll dir bei meiner Ehre versichert sein. Es wird ein Ende haben mit allem. Im Übrigen hat er mich nicht einmal um Hilfe gebeten. Warte es ab. Er steht plötzlich vor deiner Tür. Ich müsste mich sehr täuschen. Ich kenne ihn gut genug, besser als du. Das war das Letzte, was man von ihm gehört hat. Ich hoffe um deinetwillen, dass du recht behältst. Deine Lage ist schwierig genug. Bei einem Prozess wärst du unweigerlich hineinverwickelt. Ich mache mir keine Sorgen über die Zukunft, aus Gründen, die ich mit niemandem teilen kann. Aber in einer Sache wäre mir dein Rat doch wichtig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe einen Brief erhalten. Soll ich ihn der Polizei übergeben? Was denkst du? Ich würde die Entscheidung gerne dir überlassen, Utterson. Ich habe größtes Vertrauen in dein Urteil. Du fürchtest, der Brief könnte zu seiner Entdeckung führen? Nein, und das wäre mir auch herzlich gleichgültig. Wie gesagt, ich bin fertig mit Hyde. Nein, ich denke an meine eigene Person. Ich fühle mich durch diese schlimme Sache bloßgestellt. Zeig mir den Brief. Hier. Ohne Umschlag?
Den habe ich ins Feuer geworfen, ohne nachzudenken. Er ist übrigens durch einen Boten überbracht worden. Da steht, du sollst dir bezüglich seiner Sicherheit keine Sorgen machen. Wirklich? Er will sich offenbar davon machen. Einerseits, gut so, fort mit Schaden. Andererseits, kann man es zulassen, dass seine Untaten ungesühnt bleiben? Ich habe noch mehr zu Ohren bekommen inzwischen. Bitte, erspare mir die Einzelheiten. Dein Testament, Jekyll. Er muss es dir ja regelrecht diktiert haben. Ja. Ja. Ja, das trifft zu. Wusste ich es doch. Du bist mit knapper Not davongekommen. Er wollte dich zweifellos umbringen. Ich habe so hohes Lehrgeld bezahlt. Wie noch nie in meinem Leben, Addison. Oh ja. Genug jetzt davon. Ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Freund. Ich finde hinaus. Gib Acht, dass dir hier nichts überläuft. Ihr Mantel, Sir. Danke, Poole. Ach, eines noch. Was war das für ein Bote, der heute den Brief an Mr. Jekyll gebracht hat? Bote? Es ist heute kein Brief überbracht worden. Bedauere, Sir. Die Nachricht, dass der Mord an Carew beobachtet worden und damit Hyde als Mörder identifiziert war, hatte mich aufs Höchste alarmiert und veranlasst, das Quartier in Soho aufzusuchen, dort befindliche Papiere zu vernichten und den Unterschlupf aufzugeben. Zugleich schien das Problem meiner künftigen Lebensführung gelöst. Ob ich es wollte oder nicht, war ich von nun an auf den besseren Teil meiner Existenz beschränkt. Jekyll war zu meiner Zufluchtsstätte geworden. Denn Hyde wurde im ganzen Land gesucht. Der Mord an Carew in Ekstase begangen, war kein bloßes Verbrechen mehr gewesen, sondern eine Wahnsinnstat von größtem Ausmaß. Ich versuchte zu büßen und Gutes zu tun. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich dieses unschuldigen Lebens sogleich wieder überdrüssig geworden wäre. Aber der Fluch zweifachen Wollens war damit nicht von mir gewichen. Er war ein feiner alter Mann. Trinken wir auf ihn. Auf Sir Danvers. Ganz nach seinem Geschmack im Übrigen. Draußen der Nebel, der sich in Londons Straßen breit macht. Drinnen ein knisterndes Feuer und dazu ein edler Burgunder im Glas. Wollen wir es uns also nicht verdrießen lassen. Wie lang kennen wir uns jetzt schon, Guest? Man mag die Jahre gar nicht mehr zählen. Ich kam doch noch als Junge zu Ihnen, Mr. Utterson. Sie hatten gerade Ihre Zulassung bekommen und die Kanzlei eröffnet, und ich bin im nächsten Augenblick auf den Lehrlingsstuhl geklettert. So kommt es jedenfalls, nicht wahr? Dass wir beide zusammen ein Wissen von Personen und Dingen angehäuft haben, das im Besitz fremder Leute einiges Unheil anrichten könnte. Ganz recht, Sir. Er will von Hyde nichts mehr wissen, hat mir Dr. Jekyll gesagt. Die Polizei muss Hyde ja nur finden. Dass Dr. Jekylls Name dann ins Gerede kommt, ist wohl kaum vermeidlich. Ich habe hier ein handschriftliches Dokument, einen Brief von Hyde. Ich frage mich, inwieweit sich der Geisteszustand eines Menschen aus seiner Schrift ablesen lässt, Guest. Ja, dass seine Schrift viel verrät, ist sicher. Darf ich? Hier. Ich bin von dem vielen Kopieren früher ja in Schriften geübt. Das Autograph eines Mörders. Na? Das ist eine vertraute Schrift. Das kann nicht gut sein. Sie haben dieser Tage eine Dinner-Einladung von Dr. Jekyll erwähnt. Dürfte ich sie sehen? Natürlich. Hier. Ah ja, wie ich schon dachte. Interessant. Was ist interessant, Guest? Hier, sehen Sie. Die Schriften von Hyde und Jekyll sind verschieden geneigt, Sir. Die von rechts nach links, die andere umgekehrt. Wie denn nicht? Alle Schriften sind verschieden, wie wir wissen. Nein, eben nicht. Die Einladung und der Brief stammen höchstwahrscheinlich von derselben Hand. Wie denn das? Wie käme Henry Jekyll dazu, für einen Mörder einen Brief zu fälschen?
Sehr hübsch. Hier, mein Junge. Danke, Sir. Und frohe Weihnachten. Hast du ein zu weiches Herz, Onkel? Und du ein zu schnell hart gewordenes, lieber Richard. Und jetzt sag mir, apropos, wie du Weihnachten verbringen wirst. In der Familie oder willst du mit deinen Freunden die Gegend unsicher machen? Was wird dich überraschen? Ich habe jetzt erstmal genug von meinem Junggesellenleben. Ich beabsichtige, das Fest durchaus häuslich zu verbringen. Erzähl mir, was du Neues über dieses Monster namens Hyde weißt. Nicht viel. Oder richtiger, nichts. Er ist völlig von der Bildfläche verschwunden. Wenig Trost für seine Opfer. Nicht zuletzt die leichten Mädchen. Es ist mir andererseits zu Ohren gekommen, dass ihnen sein und mein Freund Dr. Jekyll, der dazu keinerlei Grund hat, eine gewisse Summe übereignet hat. Es bleibt ja doch seltsam, wie sich manchmal die gegensätzlichsten Menschen miteinander befreunden, nicht wahr? Wie wahr, mein Junge. Übrigens werde ich heute Abend mit eben jenem Freund speisen, auf den wir unsere Theorie gerade gegründet haben und der inzwischen wieder in unsere Gemeinschaft zurückgekehrt ist. Erwähnt er seinen anderen Freund, Hyde, gelegentlich? Nein. Seit dem Mord an Carew nimmt er den Namen nicht mehr in den Mund. Ich muss dich hier verlassen, Onkel. Dann wünsche ich dir einen interessanten Abend und vergiss nicht, dass deine Schwester dich zu den Feiertagen erwartet. Bravo. Wie lang mussten wir dieses Vergnügen vermissen? Trinken wir darauf. Ja. Auf die alte Freundschaft, die uns alle verbindet. Nimm dein Glas daran, Jack. Ihr seid zu freundlich zu mir. Aber in der Tat ist mir, als sei ich nun irgendwie zurückgekehrt. So sehen auch wir es. Hörte. Zu gütig, Lenny. Apropos gütig. Ich höre, dass du unter die Wohltäter gegangen bist. Allenthalben Gutes tust. Ich möchte das nicht erörtern, wenn du erlaubst. Zitiere uns lieber ein wenig aus deinem literarischen Vorrat. Wie wäre das? Ach, ich weiß nicht. Ganz recht. Wir bestehen darauf, alter Junge. Also gut. Ja. Dickens. Erste Strophe. Marleys Geist. Gut. Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Darüber gibt's nicht den leisesten Zweifel. Sein Totenschein war vom Geistlichen, vom Notar, vom Leichenbestatter und vom Hauptleidtragenden unterzeichnet. Scrooge hatte unterschrieben und Scroogs Name war an der Börse gut für alles, wozu er ihn hergab. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Nein! Nicht! Bitte! Es war zweifellos derselbe Täter. Die gleiche Handschrift, wie wir sagen, Sir. Diesmal bei einer jungen Frau. Großer Gott, Hyde ist zurückgekehrt. Davon müssen wir ausgehen. Unter den Mädchen herrscht nach dem Mord die helle Panik. Das lässt sich denken. Aber werden Sie nicht im Gerichtssaal erwartet, Mr. Utterson? Ich? Ja, natürlich, Inspektor. Der Gerichtsdiener hat Sie schon aufgerufen. Dr. Jekyll heute zu Hause, Poole? Bedauere, Sir. Nein, er ist nicht da. Tut mir leid. Es fehlt ihm aber nichts. Er ist nur sehr beschäftigt, Sir. Ich muss ihm gerade wieder gewisse Chemikalien besorgen. Ich bitte um Nachsicht, Sir, aber Mr. Jekyll ist offiziell nicht zu Hause. Das ist ja nicht das erste Mal. Wir kennen uns jetzt lang genug, Poole, dass ich Sie um einen Gefallen bitten kann, denke ich. Sir? Wenn Ihr Herr der Hilfe bedarf,
welcher Art auch immer, verständigen Sie mich, bevor Sie sich an irgendjemand sonst wenden. Sie verstehen mich? Ja, Sir. Und danke, Sir. Utterson, mein Lieber. Ich hatte keine Ahnung, dass du krank bist, mein Freund. Warum habe ich das nicht früher erfahren? Meine Anweisung. Es passt nicht zu dir, im Bett zu liegen. Was fehlt dir? Niemandem wäre es anders ergangen. Ich habe nur noch kurze Zeit zu leben. Aber Lanyon... Wozu bin ich Arzt? Und ich habe keine Angst vor dem Tod. Mein Leben war schön, ich habe es genossen. Sieht so aus, als sei Jekyll ebenfalls nicht wohl. Hast du ihn noch einmal getroffen? Einmal. Ich will nichts mehr von ihm sehen und hören. Für mich ist er bereits tot. Aber wir waren doch alle Freunde. Nein, niemals mehr. Es ist nicht zu machen, frag ihn selbst. Er lässt mich nicht zu sich. Das überrascht mich nicht. Eines Tages nach meinem Tod wirst du einen Brief von mir erhalten, in dem alles erklärt ist. Und jetzt entscheide dich. Wenn es sonst noch etwas zu sagen gibt, dann setz dich hin, um Gottes Willen, und sprich. Aber wenn du von dieser verwünschten Geschichte nicht ablassen kannst, dann in Gottes Namen verschwinde. Ich ertrage sie nicht. Sie lässt mich den Schlaf fürchten aus Angst vor meinen Träumen. Ja, ich habe verlernt zu schlafen. Als die erste Woge meiner Reuephase nach dem Mord an Caro verebbt war, hatte der hässliche, gerade erst bezähmte Teil meines Wesens sich zurückgemeldet und mit jeder Woche, jedem Tag immer deutlicher danach verlangt, von der Kette gelassen zu werden. Nicht, dass ich Hyde unbedingt zu erneutem Leben hatte erwecken wollen, zu deutlich standen mir noch die damit verbundenen Gefahren vor Augen. Aber eine andere Möglichkeit als die, mich für verbotene Wonnen seiner Person zu bedienen, besaß ich, Jekyll, nicht. Und gewöhnlicher, heimlicher Sünder, der ich war, hatte ich der Versuchung schließlich nachgegeben. In der Folge hatte Hyde sich mit triumphierender Gewalt zurückgemeldet. Besten Dank, Sir. Oh, Jekyll? Utterson, ich komme gerade nach Hause und bin in Eile, wie du siehst. Und ich lasse mir das nicht gefallen. Dieses Versteckspiel mit einem Freund. Deinem Besten, dachte ich. Dass du mich zu diesem Überfall auf der Straße zwingst. Nicht freiwillig. Und wenn du mich bitte jetzt entschuldigst. Ich verlange eine Erklärung. Zwei Erklärungen. Weshalb finde ich mich aus einem Haus verbannt, das ein Hort unserer Freundschaft war? Und die zweite? Lanyon ist nach irgendeinem Vorfall zwischen euch aufs Schwerste erschüttert und liegt im Sterben. Ich bin mit euch beiden befreundet. Wenn es also irgendetwas gibt, womit ich der Ursache für diesen Zerfall abhelfen kann... Nein. Lanyon und ich werden uns nie wiedersehen. Aber warum? Das geht nur ihn und mich etwas an. Und du sei nicht überrascht, wenn auch für dich meine Tür verschlossen bleibt. Unsere Freundschaft ist mir trotzdem kostbar. Dann sag mir endlich den Grund all dessen. Du musst es ertragen, dass ich meinen dunklen Weg allein gehe. Ich habe einen Fluch auf mich geladen, mein Freund. Sag mir den Grund, Jekyll. Lanyon kennt ihn. Und sein Wissen hat ihn niedergeworfen. Nichts und niemand kann mein Schicksal wenden. Achte mein Schweigen. Sonst ist nichts zu tun. Und ich hatte gehofft, das Band der Freundschaft hielte uns wieder umschlungen. Lanyon liegt im Sterben. Wenn ich das nur von mir sagen könnte. Leb wohl, mein Freund. So rasch. Wer hätte das gedacht? Wenn man ihn zuletzt gesehen hat, ist man weniger erstaunt. Der Gentleman im Bowler. Hm? Ja, Inspektor Newcomen von Scotland Yard.
Er kommt zu seiner Beerdigung, aber nicht sein alter Freund. Vielleicht ist Dr. Jekyll indisponiert, Sir. Nein, Guest, ich vermute etwas anderes. Es war ein schöner, klarer Januartag gewesen. Die Erde feucht, wo es getaut hatte. Aber der Himmel ohne Wolken. Ich hatte auf einer Bank im Regent's Park gesessen. Die Bestie in mir leckte sich in Rückerinnerungen die Lippen. Reue versprach ich für später. Und musste lächeln über die Ähnlichkeit mit meinen Mitmenschen. Im selben Augenblick, in dem mir diese hochmütigen Gedanken durch den Kopf zogen, hatten mich ein Schwächeanfall und Übelkeit überkommen. Als ich so dasaß und mich noch zu sammeln versuchte, blickte ich hinab. Die Kleider hingen seltsam an mir. Und da war sie wieder. Heizhand. Nicht mehr die meine. Für einen kurzen Augenblick stand mir das Herz still. Dann trat ein, was ich schon früher beobachtet hatte, dass in meinem zweiten Charakter alle Fähigkeiten aufs Äußerste geschärft erschienen. Und so wusste Hyde im selben Augenblick, dass wenn er versuchte, das Haus zu betreten, um an die im Labor aufbewahrte Medizin zu gelangen, seine eigene Dienerschaft ihn auf der Stelle dem Galgen überantworten würde. Mit anderen Worten, ich musste mich einer fremden Hand bedienen, um mich aus meinem Zustand zu befreien. Ich dachte an Lenyon, weil er ein Kollege war. Aber wie sollte ich ihn verständigen? Wie ihn überreden? Vorausgesetzt, es gelänge mir, eine Verhaftung auf der Straße zu entgehen. Es fiel mir ein, dass mir eine Eigenschaft meines eigentlichen Selbst immer verblieben war. Meine Schrift. Also ordnete ich meine Kleider, so gut es ging, hielt eine vorbeifahrende Droschke an, ließ mich zu einem Hotel in der Portland Street fahren und nahm dort ein Zimmer. Das Geschöpf blieb schlau, meisterte seine Wut und seine Gier, Schmerz zu erzeugen, und warf die beiden notwendigen Briefe zu Papier. Den einen an Poole, den anderen an Lenyon. Lenyon, mein alter Freund, auch wenn wir in wissenschaftlichen Fragen oft nicht übereingestimmt haben, blieb meine Zuneigung zu dir davon doch unberührt. Heute liefere ich mich dir mit allem aus, was ich besitze. Meiner Ehre, meinem Leben, meinem Verstand. Wenn du mir nicht helfen kannst, bin ich verloren. Ich bitte dich unverzüglich, mein Haus aufzusuchen, wo dich Poole, den ich gleichzeitig verständige, schon erwarten wird. Er hat auf meine Anweisung hin einen Schlosser verständigt, der die versperrte Tür zu meinem Labor öffnen soll. Offen. Gut. Und wie war das mit dem Fach? Sie sollen den Inhalt des obersten Fachs mit nach Hause nehmen, Sir. Dort warte auf einen Mann, der um Mitternacht bei dir erscheinen und sich auf mich berufen wird. Übergib ihm die Chemikalien und meine Dankbarkeit wird keine Grenzen kennen. Den ganzen restlichen Tag hatte Hyde nägelkauend in seinem Hotelzimmer neben dem Feuer gesessen, während ein Kellner ihn zitternd bediente. Er hatte sich, sobald die Nacht hereingebrochen war, in die Ecke einer geschlossenen Droschke zurückgelehnt und planlos durch die Stadt fahren lassen. Als er glaubte, der Kutscher sei misstrauisch geworden, entlohnte er ihn, hastete in seinem unordentlichen Aufzug zu Fuß durch die Straßen, stieß mit dem Messer nach einer Frau, die ihn ansprach, und zählte die Minuten, die ihn noch von Mitternacht trennten. Sie? Sie kommen auf Empfehlung von Dr. Jekyll? Ja. Ja, ich... Dann kommen Sie bitte herein. Die Schublade mit allen Gläsern und Chemikalien. Sehen Sie selbst. Sie kommen also wegen dieser Schublade Mr. Hyde? Ja, ja, ganz recht, ja.
Ja, ja. Besitzen Sie ein Messglas? Hier. Ja. Ausgezeichnet. Also, dann. Oh. Prächtige Dämpfe. Soll ich dieses Glas in meine Hand nehmen? Austrinken? Und Ihr Haus ohne eine Erklärung verlassen? Oder ist Ihre Neugierde größer als alles andere? Denken Sie nach. Denken Sie nach, Lenien, bevor Sie eine Antwort geben. Noch nie werden Sie sich Satan näher gefühlt haben. So viel lässt sich versprechen. Wählen Sie. Ich habe mich zu tief eingelassen, um jetzt noch umzukehren. Von Kollege zu Kollege, der Sie sich in einem engen Bereich unserer Kunst bewegen, der Sie die Möglichkeit wesensverändernder Medizin geleugnet und bekämpft haben. Passen Sie also auf. Halt! So. Was tun Sie? Mein Gott. Es spielt auch nicht in uns. Überschwemmt uns. Hass. Zorn. Der Wunsch zu töten. Sie zu vernichten und zu verderben. Sie in Unrat zu ersticken, ihnen die Kehle herauszureißen, ja, und ihr Blut in die stinkende Gosse strömen zu lassen. Ihnen das Herz herauszureißen und ihren Schreien zu lauschen. Unrat im Kopf. Die Lästerungen, die sich darin jagen. Ich liebe Gott. Mit meinem ganzen Herzen. Und ich verleugne ihn. Mit jedem Atemzug. Hilfe. 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 Hilf mir. Vergib mir, Allmächtiger. Ich habe furchtbar gesündigt. Lass mich Frieden finden. Lass mich Frieden finden. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein, oh Gott. Nein. Nein. Nicht! Benommen war ich von Lenien nach Hause gegangen, hatte mich zu Bett gelegt und nach der Anspannung des vergangenen Tages tief und fest geschlafen. Am Morgen erwachte ich geschwächt und doch erfrischt. Die Gefahren, die mich gerade noch bedroht hatten, waren alles andere als vergessen. Aber ich war doch wieder bei mir zu Hause und in der Nähe meiner Drogen. Nach dem Frühstück ging ich für eine Weile in den Hof meines Hauses und sog mit Wonne die kühle Luft ein. Da wurde ich von neuem von den unbeschreiblichen Empfindungen ergriffen, die stets eine Umwandlung ankündigen. Mit Mühe erreichte ich den Schutz meines Arbeitszimmers, als die Leidenschaften Heids mich abermals zu durchrasen begannen. Um mich wieder zu mir selbst zu bringen, nahm ich diesmal eine doppelte Dosis, die schon 6 Stunden später ihre Wirkung verlor und erneuert werden musste. Von da an war ich nur noch unter den größten Anstrengungen
und unter der unmittelbar stimulierenden Wirkung der Droge imstande, das Aussehen Jekylls zu bewahren. Zu jeder Tages- und Nachtstunde konnte mich dieser Schauer erfassen, der unweigerlich Heid aus mir machte. Mein Leben ist in dieser Nacht zutiefst und unheilbar erschüttert worden. Es wird in Kürze verlöscht sein. Mache dir darüber keinen Kummer, mein lieber Utterson, und betrauere mich nicht. Der Mann, dieses Ungeheuer, hat sich vor meinen Augen verwandelt in meinen Freund seit Schultagen, Henry Jekyll. Und er hat mir berichtet. Auch du wirst es noch erfahren. Was für ein Ende unserer Freundschaft mit Henry Jekyll, der im ganzen Land in der Gestalt des unsäglichen Hyde wegen furchtbarer Untaten und der grausamsten Verbrechen gesucht und gejagt wird. Ich finde keinen Schlaf mehr, denn ich wage aus Angst vor den entsetzlichsten Träumen nicht mehr meine Augen zu schließen. Seepool? Kommen Sie herein. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen, Sir. Ja? Es geschehen die seltsamsten Dinge, Sir. Der Doktor hält sich seit Tagen eingeschlossen im Labor. Er hat auch das Essen, das ich ihm auf dem Tablett gebracht habe, nicht angerührt. Stattdessen hat er vor der Tür immer nur Zettel mit dem Namen einer bestimmten Chemikalie hinterlassen, die ich ihm beschaffen sollte. Das habe ich auch getan. Aber sie war ihm nie gut genug. Die Lieferanten wurden ärgerlich. Sie schworen, dass sie die bestellte Substanz geliefert hätten. Wozu brauchte er die? Beim ersten Mal hat er mich zu einer Firma geschickt, von der er die gleiche Substanz vor Jahren schon einmal bekommen hatte. Sie beschafften sie ihm. Und da hörte ich ihn weinen. Das erste Mal in seinem Leben weinen, Sir. Sie haben ihn nicht mehr zu sehen bekommen, seit er sich da drinnen eingesperrt hat? Einmal. Da kauerte er vor den alten Magazinschränken am Ende des Gangs. Es war alles im Halbdunkel. Er hat sich zu mir umgewandt. Und das Blut ist mir in den Adern erstarrt, Sir. Er sah aus, als würde er eine Maske tragen. Wirres Haar und triefende Lippen. Er rief etwas und schlurfte ins Dunkle davon. Haben Sie ihn denn als Ihren Herrn erkannt? Was soll ich sagen, Sir? Man hätte ihn mit Mr. Hyde verwechseln können. Der gleiche hastige Gang und das Gesicht. Sind Sie Mr. Hyde je begegnet, Sir? Einmal. Furchtbar, ja. Dieser Mensch hat sich auf eine Truhe geschwungen und mich von dort angesehen. Die Augen, oh Gott. Ich bitte Sie, Sir, kommen Sie mit und sehen Sie selbst. Bitte. Ich kann es nicht mehr begreifen. Gut, Bull. Gehen wir. Jedes Maß wird einmal voll und alles treibt dem Ende entgegen. Es war dahin gekommen, dass ich, ob ich nur in Halbschlaf gefallen oder tatsächlich für Augenblicke eingenickt war, mittlerweile stets als Hyde erwachte. Durch die Schlaflosigkeit, zu der ich mich deshalb verdammte, war ich matt und leer in Körper und Geist geworden. Und wenn die Wirkung des Medikaments nachließ, wurde ich in den Bannkreis einer Welt voller schrecklicher Bilder hineingerissen. Die Kraft Hydes schien mit der Schwäche Jekylls gewachsen zu sein, und der Hass,
der jetzt beide voneinander trennte, war auf beiden Seiten gleich stark. Die Zeit drängt, und ich möchte diesen Brief an dich, mein lieber Utterson, nicht unnötig verlängern. Qualen vermögen eine gewisse Gefühllosigkeit zu erzeugen, ein sich abfinden mit der eigenen Verzweiflung. Und meine Bestrafung hätte womöglich noch Jahre auf sich warten lassen, ohne das Unglück, das mich jetzt ereilt und das mich für immer von meinem eigentlichen Selbst geschieden hat. Der Vorrat meines Salzes, den ich seit meinem ersten Versuch nicht erneuert hatte, begann zu schwinden. Du wirst von Poole erfahren, wie ich ganz London habe absuchen lassen. Er brachte mir auch von dem Stoff, aber die Wirkung blieb aus. Ich bin inzwischen überzeugt davon, dass der ursprüngliche Bestand unrein war und dass es gerade diese unaufschlüsselbare Verunreinigung war, die der Mischung ihre Wirkung verlieh. Fast eine Woche ist seitdem verstrichen, und ich will diese Erklärung unter der Wirkung des letzten Bestands an altem Pulver beenden. Dies ist also das letzte Mal, wenn nicht ein Wunder geschieht, dass Henry Jekyll seine eigenen Gedanken denkt. Oder auch sein eigenes, traurig verändertes Gesicht im Spiegel zu sehen vermag. Keine halbe Stunde mehr, dann werde ich abermals seine verhasste Persönlichkeit annehmen. Wird Hyde auf dem Schafott enden? Oder wird er den Mut finden, sich im letzten Augenblick und dieses Mal für immer von sich selbst zu befreien? Hier also, da ich die Feder niederlege und mich daran mache, dieses Bekenntnis zu versiegeln, beschließe ich das Leben jenes unglücklichen Menschen, Henry Jekyll. Wir nehmen uns eine Laterne, Sir, und gehen durch den Garten ins Labor. Ja. Gehen Sie voraus, Poole. Sir, horchen Sie. Mein Gott. Das geht nun schon seit einer Woche so. Seit 20 Jahren bin ich bei meinem Herrn im Dienst, aber das erlebe ich zum ersten Mal. Als hätte ihn das ganze Elend der Welt ergriffen. Rufen Sie ihn. Sir? Sir! Nein. Lass mich. Ich will niemanden sehen. Niemanden. Mein Freund! Das ist nicht seine Stimme, Sir. Wer ist das da drinnen? Ich denke, wir müssen die Tür einbrechen und ihn stellen. Es hilft nichts anderes mehr. Ich habe es kommen sehen, Sir. Ich habe hier eine Axt und einen Schürhaken versteckt. Jekyll, bitte öffne die Tür! Ich verlange, dich zu sehen. Sonst müssen wir die Tür mit Gewalt öffnen. Das ist Hyde. Los, Poole. Nieder mit der Tür. Aber wo? Wo? Hier. Hinter dem Tisch. Hyde. Tot. Das ist Mr. Hyde. Wo ist der Doktor? Das Reagenzglas in seiner Hand. Es riecht nach bitteren Mandeln, nicht wahr? Wir kommen zu spät, Poole. Für Rettung oder Bestrafung. Hyde hat das Zeitliche gesegnet. Wir müssen ihren Herrn finden. Hier, Sir. Das ist die Chemikalie, nach der er mich geschickt hat. In abgewogenen Häufchen. Hier ist auch etwas davon in den Gläsern.
Offenbar immer der gleiche Stoff. Ein Experiment. Teegeschirr auf dem Kamintisch. Als hätte dieses Ungeheuer hier gar nicht gehaust. Wo ist der Doktor? Was ist aus ihm geworden? Der Drehspiegel. Was hat der hier zu suchen? Hier, Sir. Ein Brief. An Sie adressiert. Poole. Dr. Jekyll muss hier gewesen sein. Heute. Wollen Sie nicht lesen, Sir? Ich muss wohl. Aber ich habe Angst. Mein lieber Utterson, wenn dies in deine Hände kommt, werde ich verschwunden sein. Zuerst lies, was Lanyon dir, wie er mir gesagt hat, vor seinem Tod über seine und meine letzte Begegnung anvertraut hat. Und erst dann lies, was ich dir hinterlassen habe, dein unwürdiger und unglücklicher Freund Henry Jekyll. Wird Hyde auf dem Schafott enden, oder wird er den Mut finden, sich im letzten Augenblick und diesmal für immer von sich selbst zu befreien? Hier also, da ich die Feder niederlege und mich daran mache, dieses Bekenntnis zu versiegeln, beschließe ich das Leben jenes unglücklichen Menschen, Henry Jekyll. Wir müssen Schweigen bewahren, Poole. Diese Beichte muss unser Geheimnis bleiben. Für immer. Aber der Tote, Sir, ist er Hyde oder Dr. Jekyll? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson. Hörspielbearbeitung Nick McCarthy. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Utterson, Rolf Schult. Lanyon, Friedhelm Ptock. Guest, Christoph Eichhorn. Poole, Horst Bollmann. Inspektor, Michael Habeck. In weiteren Rollen Rolf Berg, Karin Buchali, Christiane von Pöllnitz, Christine Urspruch, Christoph Zapatka und Matthias Fuchs als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Technische Realisation Rudi Stückrath und Petra Kohn. Regieassistenz Alexandre Powels. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1997. Redaktion Martina Müller-Wallraff.